Fernweh, die Reisereportage. Heute Schiffsreise ins Schwarze Meer. Nostalgieurlaub auf dem Traumschiff der 90er Jahre. 12 Jahre bestimmten Drehbücher die Reisen an Bord des Kreuzfahrtschiffes Berlin. Als erstes Traumschiff mit Schauspieler Sascha Haen als Steward kreuzte der einstige Luxusdampfer in den 1990er Jahren durch die Weltmeere. Als Schauplatz einer der erfolgreichsten Sendungen des deutschen Fernsehens. Heute sind Luxus und Glamour auf den großen Schiffen zu Hause, mit oft bis zu 4000 Passagieren. Wer an Bord der Berlin geht, begibt sich also auf eine Art Retro-Reise. Hier ist manches noch ein wenig gestrig, aber dafür spürt man noch das leise Rauschen des Meeres, empfängt den Kreuzfahrer eine stilvolle und trotzdem legere Atmosphäre. Die Reise beginnt in Venedig, führt über das griechische Itea mit seinem weltberühmten Delphi in die türkische Metropole Istanbul, dann weiter durch das Schwarze Meer ins ukrainische Odessa und nach Jalta und über Mykonos und Kroatien zurück nach Venedig. Schon die Ausfahrt aus der italienischen Lagunenstadt wird zu einem Festakt für Kreuzfahrtliebhaber. Wie von unsichtbarer Hand gezogen, schiebt sich das Schiff hinaus aus der Stadt. An Bord die Logenplätze mit den schönsten Blicken auf die Lagunenstadt und ihre prachtvollen Paläste. Der Dogenpalast, eines der Glanzstücke aus Venedigs tausendjähriger Geschichte. Venedig genießen, ganz bequem, vom Deck des Schiffes aus. Und dann, wenn Venedig am Horizont ins Meer taucht, ein erster Besuch im Außenrestaurant auf dem Verandadeck. Immer begleitet von einer leichten Brise wird dies in den kommenden Tagen einer der Lieblingsplätze der Passagiere werden. Unter Deck kümmern sich fast 200 Besatzungsmitglieder um die Wünsche und das Wohl der nur knapp 400 Gäste. Die Polin Elena, die wie die meisten ihrer Kollegen gut Deutsch spricht, ist für das Housekeeping zuständig. Nur 206 Kabinen hat das ehemalige Traumschiff, davon 160 mit Blick aufs Meer. Kein übertriebener Luxus, kein Shishi, aber blitzsauber, gemütlich und mit viel Liebe hergerichtet. Auch hier ein bisschen 90er-Jahre-Nostalgie. Sobald das Schiff auf offener See kreuzt, beginnt für die meisten Gäste die Erholung. Ohne Motorenlärm, nur begleitet vom Rauschen des Meeres, sucht sich jeder seinen privaten Rückzugswinkel zum Sonnenbaden und Entspannen. Die Berlin ist ein kleines und leises Schiff. Auf eifrige Animateure und laute Unterhaltung wird hier verzichtet. Große Sonnendecks, Fehlanzeige. Dafür ist man dem Meer meist ganz nah. Fast privat nimmt sich auch die Atmosphäre am kleinen Pool auf dem Verandadeck aus. Auch hier keine Disco-Klänge und kein ewig fröhlicher Stimmungsmacher, der zum Tanzen, zur Gymnastik oder zum Singen auffordert. Dass auf Kreuzfahrtschiffen oft und gerne und gut und fast zu jeder Tageszeit gegessen wird, gehört zu dieser Form des Urlaubs. Im Freien auf der Terrasse serviert der junge Koch gerne frisch Gegrilltes. Dazu dürfen sich die Kreuzfahrer vom Frühstück bis zum Abendessen am Buffet bedienen oder bei den Köchen direkt am Herd ihre Wünsche äußern. Täglich wechselnde Gerichte sorgen für eine üppige Vielfalt im Speiseangebot. Und nicht selten überraschen die internationalen Köche mit Spezialitäten aus ihrer Heimat. Die Atmosphäre an Bord ist locker und leger. Im Gegensatz zu früheren Kreuzfahrttagen, als Schiffsreisen überwiegend einem elitären Publikum vorbehalten waren, wird elegante Kleidung nur zu bestimmten Abendveranstaltungen gewünscht. Langeweile kommt selten auf. Auch nicht an sogenannten Seetagen, denn zu sehen gibt es auf dieser Route fast immer was. Am zweiten Tag auf dem Meer ist es ein technisches Wunderwerk. Kurz vor dem griechischen Itea spannt sich ein gewaltiges Bauwerk über die Meerenge zwischen Westgriechenland und dem Peloponnes,
die imposante Rio Antirio-Brücke. Die 2250 Meter lange Schrägseilbrücke ist die zweitgrößte der Welt und hat Griechenland 700 Millionen Euro gekostet. Einer der ersten, der dieses Bauwerk betreten durfte, war ein Deutscher, Otto Rehhagel, ehemaliger Erfolgstrainer der griechischen Fußballnationalmannschaft, trug zur Eröffnung 2004 als Fackelläufer das olympische Feuer über die Brücke. Gedanken, die man übers Wasser schickt und die sich in der Endlosigkeit des Meeres verlieren. Und dann ganz plötzlich wieder aufwachen im Hier und Jetzt und sich einstimmen auf den nächsten Landausflug, der diesmal zurück in die Antike führt. Nach Delphi. Die griechische Kleinstadt Itea ist eigentlich kein Ziel von Kreuzfahrtschiffen, weil ihr Hafen zu klein ist. Das ehemalige Traumschiff aber findet mit seiner geringen Länge von 139 Metern auch in der engen Bucht einen Ankerplatz. Vorbei an mehr als 500.000 Olivenbäumen geht es mit dem Bus in das hoch über dem Meer gelegene Delphi, eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands. Berühmtheit erlangte der Ort vor allem durch sein Orakel, das seinen Sitz im Tempel des Gottes Apollon hatte. Ein Spaziergang durch die antiken Stätten führt vorbei am rekonstruierten Schatzhaus der Athener, das der Aufbewahrung von Weihegeschenken diente. Dass Delphi längst zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, versteht sich fast von selbst. Um das gut erhaltene Stadion zu besuchen, müssen die Kreuzfahrer erst einmal schwitzen. 300 Höhenmeter sind zu überwinden. Zu Ehren von Apollon wurden hier die Delphischen Spiele ausgetragen, nach den Olympischen Spielen der bedeutendste sportliche Wettkampf der Antike. Neben Wagen- und Pferderennen gehörten zu den Spielen auch Musikaufführungen. Welch große Bedeutung dieses Ereignis in der Antike hatte, beweist das Theater, das mehr als 5000 Zuschauern Platz bot. Zurück an Bord kann man bei einem kühlen Drink den Ausflug in die Geschichte noch ein wenig nachwirken lassen und dabei an das Orakel von Delphi denken. Die Stimmung, welche die Sonne verbreitet, die in diesem Moment blutrot versinkt, erleichtert diesen gedanklichen Exkurs in eine längst vergangene Epoche. Für Kapitän Timios Sokos und seine Crew bleibt in dieser Nacht keine Zeit für solche Träumereien. Vor ihnen liegt die anspruchsvollste Teilstrecke der Reise, die Passage durch den Kanal von Korinth. Trotz modernster Technik kommen drei erfahrene Lotsen an Bord, um das Schiff durch das Nadelöhr zu manövrieren. Ein Lotsenboot sorgt zusätzlich für die sichere Führung des Schiffes. Kapitän Sokos weiß, dass der geringste Fehler fatale Folgen haben kann. Nur knapp 3 Meter liegen auf beiden Seiten zwischen dem Schiff und den senkrecht aufragenden Felswänden. Spärliche Leuchten weisen den Weg durch den 6,3 Kilometer langen Kanal. Für die Passagiere ein einzigartiges Erlebnis. Auch für Kapitän Sokos ist dies selbst nach mehr als 50 Passagen kein Routinejob. Als ich das erste Mal ein Schiff selbst durch den Kanal gesteuert habe, war ich noch Offizier in der griechischen Armee und Kapitän eines riesigen Militärschiffes. Ich stand 3 Stunden unter Hochspannung. Und am Ende bin ich aufgrund der andauernden Konzentration zusammengebrochen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nach einer aufregenden Nacht präsentieren sich Meer und Wetter am nächsten Morgen von ihrer allerschönsten Seite. Nur das leise Surren der Motoren und das Rauschen des Meeres durchbrechen die Monotonie der Stille. Viele Passagiere stehen schon in aller Frühe auf, manche schon um 6, um den Pool für sich allein zu haben, oder um das Frühstück an Deck in aller Ruhe genießen zu können. Auffallend das freundliche Personal. Manche Mitarbeiter haben sich nach ein paar Tagen sogar schon die Namen der Passagiere gemerkt.
Und das besonders Angenehme, ob am Grill oder an der Bar, kein Massenandrang. Ganz entspannt kann man da auf Rührei, Spiegelei oder Omelett warten. Und als aufmerksame Geste darf registriert werden, dass das internationale Personal sogar weiß, dass deutsche Gäste eine Vorliebe für Schwarzbrot haben. Gegessen wird an großen, runden Tischen. Gesprochen wird Deutsch, denn die meisten Kreuzfahrer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das erleichtert die Kommunikation und bringt Menschen, wenn gewünscht, einander näher. Die im Wind wehende türkische Fahne kündigt den nächsten Stopp an. Schon von weitem glitzern die goldenen Kuppeln Istanbuls, der größten Metropole Europas. 17 Millionen Menschen leben hier. Seit den 1950er Jahren hat sich die Einwohnerzahl verzehnfacht. Als einzige Stadt der Welt, die sich über zwei Kontinente erstreckt, ist Istanbul eine faszinierende und von Kontrasten gezeichnete Stadt. Um sich ihr anzunähern, empfiehlt sich eine Fahrt in einer historischen Straßenbahn. Im Beyoğlu-Viertel spürt man den einstigen Glanz Istanbuls ebenso wie den einer modernen Großstadt. Um in die Geschichte der Stadt einzutauchen, führt der Weg meistens zum Wahrzeichen Istanbuls, der Anfang des 17. Jahrhunderts gebauten Sultan Ahmed Moschee. Die größte Moschee der Stadt und die einzige mit 6 Minaretten ist in Europa auch als blaue Moschee bekannt. Mehr als 20.000 blau-weiße Fliesen verliehen ihr diesen Namen. 260 bunte Mosaikfenster erhellen den Innenraum. Trotz tausender Touristen, die täglich in die Moschee drängen, wird diese bis heute auch zum Beten genutzt. Einer der berühmtesten Gläubigen war 2006 Papst Benedikt, der als erstes Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche das islamische Gotteshaus betrat und damit zur Toleranz zwischen den Religionen aufrief. Versuche, die verschiedenen Religionen zu versöhnen, gab es auch schon früher, wie die Geschichte der Hagia Sophia zeigt. Einst wichtigste Kirche der Christenheit, wurde sie 1453 von den Osmanen geplündert und teilweise zerstört. Danach wurde sie kurzerhand zur Moschee erklärt. 1934 bemühte sich Atatürk, Begründer der modernen Republik Türkei, um die Annäherung der Religionen und machte die Hagia Sophia zu einem Museum. Heute sind hier Gläubige aller Religionen willkommen. In Istanbul dreht sich aber längst nicht alles nur um Vergangenes. Sobald man den großen Basar betritt, ist man mittendrin im prallen Leben der Stadt. In einem uralten Labyrinth von Ladengassen ist alles zu haben, was man sich von einem orientalischen Basar erhofft. Über eine halbe Million Touristen und Einheimische strömen jeden Tag hierher. Mit mehr als 3.300 Geschäften, 60 Straßen, einer Post, Banken und Restaurants ist der Komplex eine Stadt in der Stadt. Mehr als 20.000 Menschen arbeiten hier. Kunstvoll verzierte Lampen stapeln sich hier genauso wie pompöser Goldschmuck in allen Variationen. Wer tiefer in das Innere des Basars eintaucht, wird überwältigt von Aromen und Gerüchen. Bei jedem Einkauf empfiehlt es sich, an die Mentalität der Verkäufer zu denken und das Spiel mit den Preisen zu spielen. Das gehört hier dazu. Und handelt man, bekommt man die Ware mindestens 20% billiger als zunächst angeboten. Als Abschluss kann man sich noch eine typische Spezialität gönnen: Tee aus frischer Minze.